Dieses kurze Lernvideo behandelt die Milchsäuregärung. Wir befinden uns dabei im abbauenden, also katabolen Stoffwechsel. Der Milchsäuregärung vorgeschaltet ist die Glykolyse, welche Glucose unter Energiegewinnung zur Brennstraubensäure abbaut. Brennstraubensäuremoleküle, die folglich ja die Ausgangsstoffe für unsere Gärung darstellen, sehen so aus. Dabei handelt es sich also um C3-Körper mit einer Säuregruppe und einer mittig gelegenen Carbonylgruppe. Man sollte sich klar machen, dass alle Gärungsvorgänge nur dann stattfinden, wenn kein Sauerstoff vorliegt, also anaerobe Bedingungen vorherrschen. Denn unter aeroben Verhältnissen ist es für den Organismus deutlich rentabler, die Brennstraubensäure in aktivierte Essigsäure zu überführen und diese dann in den Zitronensäurezyklus mit anschließender Atmungskette zu schleusen. Dabei werden dann einfach deutlich mehr ATP-Moleküle gebildet und daher auch ein höherer energetischer Wirkungsgrad erreicht. Eine weitere Voraussetzung neben den anaeroben Bedingungen sind Milchsäurebakterien. Diese können Milchzucker, die sogenannte Laktose, in Glucose und Galaktose spalten und dann die Glucose in Milchsäure abbauen. Der Mensch macht sich diese Bakterien unter anderem zur Herstellung von Joghurt und Käse zunutze, sowie zur Konservierung. Nun zur Chemie, die dahinter steckt. Hierbei schauen wir uns den wichtigsten Schritt, nämlich die Reduktion der Brennstraubensäure zur Milchsäure an. Dazu benötigt man wie so oft in der Biochemie Reduktionsäquivalente. Hier sind das NADH-H+-Moleküle, welche Wasserstoff abgeben und dabei selbst oxidiert werden. Die gebildeten NAD+-Moleküle werden in der Bruttogleichung, die wir uns gleich anschauen, nicht auftauchen, denn sie werden umgehend wieder in der vorgeschalteten Glykolyse bei der Oxidation von PGA verwendet. Sie tauchen somit in der Bilanz faktisch nicht auf, da Bildung und Spaltung der Reduktionsäquivalente sich im Gleichgewicht befinden. Und hier ist die Bruttogleichung. Aus Glucose, welches zu Beginn in der Glykolyse eingeschleust wurde, entsteht die Milchsäure, welche korrekt eigentlich 2-Hydroxypropansäure heißt. Und es werden 2 ATP-Moleküle als Energie gewonnen. Ihr seht also, die eigentliche Funktion der Gärung besteht darin, durch das Erzeugen von NAD+ als Oxidationsmittel die Glykolyse am Laufen zu halten. Der Gärvorgang an sich gewinnt dabei keine ATP-Moleküle als Energie, aber er garantiert, dass die Energiegewinnung der Glykolyse erhalten bleibt. Bei Säugetieren ist es so, dass bei starker Belastung zu wenig Sauerstoff zu den Muskelzellen gelangt. Es herrschen also kurzzeitig anaerobe Verhältnisse, in denen dann die Zellen die Gärung als Notlösung anschmeißen können. Dabei werden dann wenigstens noch die oben erwähnten 2 ATP-Moleküle aus einem Glucosemolekül gewonnen und für die Muskelkontraktionen bereitgestellt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht noch fragen, was dann mit den gebildeten, sich anstauenden Milchsäuremolekülen eigentlich passiert. Diese werden über mehrere Stoffwechselschritte in Brennstraubensäure überführt und dann aerob verstoffwechselt oder aber zum Aufbau von Glykogen verwendet. Wenn dir dieses Video was gebracht hat, würde ich mich über eine Bewertung sowie ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Video, deine Streberfabrik.